Deutschland schafft sich selber ab. Und zwar, es geht mehr und mehr Richtung Verarmung und wir erleben gerade Prozesse. Wow, da geht es richtig ab. Und das ist vermutlich das kritischste Video, was ich je erstellt habe. Weil wir sehen uns einen kompletten Überblick einmal an von Dingen, die komplett losgelöst scheinen, aber auch zusammengehören und alle in eine identische Richtung gehen für diejenigen, die die Augen öffnen. Und das ist aktuell wichtiger, denn je Bewusstsein zu haben, was passiert dort draußen eigentlich wirklich, weil ansonsten haben wir noch ganz andere Zeiten und andere Szenarien und wir entscheiden alle gerade, wie das Ganze weitergehen wird. Es geht jetzt vor allem, die meisten Zuseher auch aus Deutschland, aber es gilt genauso für Österreich, im Prinzip für die ganze EU und irgendwo auch weltweit, auch wenn es da sicherlich sehr große Unterschiede auch zukünftig geben wird. Also, von dem her starten wir heute mal auch mit einem absoluten Klartext-Video. Ich möchte eins zu eins weitergehen, möchte aber auch vorweg sagen, es sind ein paar heiße Eisen mit dabei. Ich möchte da auch gar nicht so großartig auf meine persönliche Meinung eingehen, sondern dass wir die differenzierter sehen, auch mal eine Alternative zu dem, was wir in der Breite dort draußen hören und mitbekommen, um einfach auch mal vielleicht eine andere Meinung dazu haben und dass manche Menschen da wirklich mal aufwachen. Hey, hallo, in welche Richtung geht das Ganze eigentlich dort draußen? Und wir starten einmal mit der Energiepolitik bzw. mit der Energiekrise. Und es ist einfach Bullshit, dass das beispielsweise von Putin initiiert wurde, Inflation etc. Weil sehen wir uns mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu an. Und möchte ich auch übrigens komplett außen vor gehen. Ich möchte, es geht nicht irgendwie pro russischer Präsident, kontra pro Ukraine oder sonst. Es geht darum, was passiert, macht es Sinn, für wen macht etwas Sinn und wer darf es eigentlich ausbaden. Die aktuelle Klimapolitik, da gibt es im Prinzip vor allem einen Geschädigten. Und es sind natürlich nicht auch die EU-Politiker selber, die sind sehr, sehr stark mitverantwortlich dafür, aber es sind die Bürger, die es ausbezahlen sollen. Das heißt, mit höherer Arbeitslosigkeit das Traditionsunternehmen, insolvent gehen das ganze Wirtschaftszweige wie Bäckereien, teilweise vor dem Exodus stehen und so weiter. Erstens mal, aber auch die Inflation ist bereits gestiegen, bevor der Krieg gestartet hat. Und was ist seitdem passiert? Versucht die EU hier wirklich das im Sinne der Bevölkerung voranzubekommen. Fakt ist letztendlich, und ich finde, Orbán, der ungarische Präsident, hat es sehr, sehr gut zusammengefasst: Die Stärkeren drücken den Schwächeren Sanktionen auf. Aber wenn man sich den Energiebereich ansieht, erkennt man, dass wir jetzt als Zwerge einem Energieriesen Sanktionen aufdrücken. Und wie sieht die Folge aus? Russland hat mehr Geld faktisch als vorher. Ja, und wie sieht es um die europäische Wirtschaft aus? Desaströs. Und wir sind erst am Anfang von der ganzen Situation. Das ist das, was wir aktuell dort draußen erleben. So, das heißt, es sollte eigentlich im Sinne von Europa sein, der Wirtschaft, der Bürger, dass die Energiepreise eben nicht so explodieren, dass das entspannt wird. Und dazu wäre es ja irgendwie gut, wenn auch wie vorher ja über Nord Stream 1 oder auch potenziell über Nord Stream 2 Gas geliefert wird. So, was wird da draußen gemacht? Das EU-Parlament sagt, nö, wir reparieren die einfach nicht. Wird so ganz klammheimlich, gar nicht großartig kommuniziert. Warum auch? Ist das irgendwie wichtig? Sollte das irgendwie diskutiert werden? Könnte man da vielleicht das im Sinne der Bevölkerung machen? Könnte man die auch fragen? Nein, macht man natürlich nicht. Na? Weil das passt ja dann. Gegen den werden die sagen, so, nö, 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 wir machen das so, aber mal weiter. Wir haben zwar festgestellt, wir schaden Russland im Prinzip gar nicht großartig und nur uns selber, aber wir machen es trotzdem genauso weiter. Absicht oder nicht, das überlasse ich jetzt mal jedem selber. Aber das ist das, was wir im Energiebereich dort draußen sehen. Ganz spannend finde ich da auch noch diesen Twitter-Beitrag von dem Professor Dr. Max Otte, weil es ja die Frage, wem dient es eigentlich wirklich mit Nord Stream 2, dass dort keine Energie mehr fließt? Na, also so von den meisten Medien war es ja, ne, die hat die auch selber gebaut und dann hat er sie selber auch kaputt gemacht. Ne? Ist ganz klar, dass der Putin das wohl war. Ne? Ja, es könnte ja nicht sein, dass es vielleicht irgendwie andere im Hintergrund geben könnte, die auch schon angedeutet haben, dass ihnen Nord Stream überhaupt nicht passt. Ja, dass irgendwas von denen sein könnte. Oder dass vielleicht auch mal solche Dinge thematisiert werden, wie mit diesem Twitter-Post. Und zwar diejenigen, die Nord Stream-Wartung machen, das Unternehmen, sind die Inhaber halt unter mysteriösen Umständen vorher verstorben. Warum sollte man das auch großartig irgendwie da in die Medien bringen? Ist das irgendwie wichtig? Anscheinend nicht. Deswegen lässt man es halt einfach vom Prinzip her weg. Ja, und hat auch dann, weil das passt dann halt auch nicht so in die Diskussion rein von Ideologie, dass man dann halt zu anderen unmoralischen Partnern geht, aus der arabischen Welt. Ne? Ja, da ist es dann okay. Da können wir dann also quasi Gas beziehen, ne? Aber halt nicht von dem anderen. Also das ist halt einfach so Ideologie-Logik, die halt dann irgendwann auch nicht mehr so passt. Ne? Aber gut. Nächster Punkt, Deindustrialisierung. Wir sehen dort draußen, Deutschland war Exportweltmeister und ist auf dem besten Weg, Importweltmeister zu werden. Inzwischen importieren wir
jedenfalls bereits mehr, als wir exportieren. Wir waren da mit Abstand die Nummer eins. Von diesem Platz hat schon die vorherige Politik uns längst weggebracht und es wird noch viel intensiver werden zukünftig. Und wenn wir uns anschauen, in den Grünen, ja, im Nachhinein wissen wir ja, dass das grüne Wirtschaftswunder, dass das eigentlich eine Drohung war, die wir auf den Plakaten lesen konnten. Genauso wie wir dann ja schon mitbekommen, wie auch bei Twitter von Katrin Henneberger, Degrowth ist besser. Und das bedeutet übersetzt, das heißt, dass wir schrumpfen, das heißt mehr Arbeitslosigkeit, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben, weniger Wohlstand allgemein, ist gut. Jetzt könnte man ja sagen, wenn halt wirklich auch das Wetter und Co. gerettet werden würde. Der Punkt ist aber, Deutschland hat gar nicht diesen Mega-Einfluss und auch als Rollenbild gegenüber anderen Nationen, das interessiert die gar nicht. Die lachen über uns. Die lachen über uns international und sehen ja, was in unserem Land passiert. Ja, aber so Medienpolitik und so weiter schottet es ab. Nö, 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 ist Ideologie, das ist richtig so und so weiter. Aber gut. Schauen wir mal. Wir können es ja wieder mal austesten, so wie Kommunismus, linke Dinge, fernab der Demokratie. Es hat noch nie funktioniert, aber es wird sicherlich dieses Mal funktionieren. Und Deutschland rettet das Wetter, absolut. Ja, und das Beste ist dann unser Superminister, der dann erklärt, so Insolvenzen, so es gibt es im Prinzip gar nicht, ne? Die machen dann halt einfach Schluss. Ja, alles klar. Also das heißt, Traditionsfirmen, die Weltkriege überstanden haben, ganze Industriezweige wie Bäckerei, werden einfach ausgelöscht, gehen dann auch ins Ausland hin, weil sie da ganz andere Rahmenbedingungen haben. Ja, und unser Superminister, der schaut einfach nur zu. Und ja, die machen dann halt zu. Vielleicht können sie ja später irgendwie wieder aufmachen und so weiter. Ja, alles klar. Also es ist unfassbar, was da draußen passiert. Also ich glaube, das hätten wir uns alle nicht vorstellen können. Das Traurige ist, anscheinend geht es den Menschen immer noch zu gut, weil sie immer noch zuschauen. Und eben nicht auf der Straße sind. Ich meine, gut, diejenigen, die auf die Straße gehen, die sind ja eh schon geframed, weil die sind ja grundsätzlich irgendwie dem rechten Spektrum zuzuhören. Also das ist so genau Framing, Propaganda, so wie es halt par excellence funktioniert. Dann außenpolitische Ideologie. Wie gesagt, keine Position bitte. Ich möchte einfach nur erst einfach mal festhalten, die USA hat Dutzende Angriffskriege geführt. Die wurden alle gedeckt, war alles super duper auch seitens von dem großen Moralapostel Europa. Na, weil wenn die richtigen Kriege anzetteln und führen, dann passt ja auch alles. Auch wenn da nachweislich beim Irakkrieg vorher eine Lüge war und dann eine halbe Million Menschen oder auch mehr, man weiß es ja nicht so genau, davon verstorben ist. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, ja, das ist mir eine ganze Anschuldigung, das hat gar nicht gestimmt. Man hat einfach einen souveränen Staat dann zugebombt mit Lügen. Ja, muss man das irgendwie aufholen, diskutieren? Ach komm, ist ja gar nicht so wichtig. Ne? Ja, aber jetzt so wie hier, da kommt immer, oh Gott, was machen die dort? Ja, der Russe und so weiter. Ne? Also es ist so heuchlerisch faszinierend. Ne? Und was letztendlich passiert und was wir auch erleben, es wird neue Pole geben. Und dann Russland wird sich dann einfach mehr zuwenden Richtung Indien und Richtung China. Und dann wird es, ja, so wie es aussieht, in eine Richtung neuen Kalten Krieg potenziell überlaufen. Politiker etc., die wissen das auch alles. Also die wissen auch alles, was wir jetzt hier durchgehen. Das ist denen nicht im Verborgenen. So blöd sind die nämlich auch nicht. Also auch wenn sie nicht besonders helle sind, aber so blöde sind sie dann auch nicht. Dann Finanzpolitik, Schulden, Schulden, Schulden. Geldmengen vervielfachen sich, sehen wir hier die Geldmenge beim Euro. Verschuldungen von den Staaten explodieren förmlich nach oben. Notenbankbilanzen, die greifen überall ein, wo es nur irgendwie geht, als Wirtschafts-Batman, aber halt nicht für die Bevölkerung, sondern für große Konzerne, für Banken beispielsweise, die vollgepumpt werden. Wahrscheinlich werden die bereits implodiert. Und natürlich für bankrotte Staaten, was natürlich kein Gesundheitszeugnis ist, wenn Staaten immer wieder vor der Pleite stehen und indirekt durch Gelddrucken subventioniert werden, ist genau das, was wir da draußen erleben. Ne? Das ist nicht besonders gesund und deswegen muss jetzt auch schon die Frage gestellt, wenn diese ganzen Schäden, wie zum Beispiel durch die Pandemie und so weiter, wie wird das Ganze jetzt eigentlich bezahlt? Das ist doch eine wichtige Frage. Da haben wir festgestellt, man könnte doch Enteignungen durchführen von denjenigen, die ja jetzt noch Geld haben, also beim Mittelstand natürlich, also nicht vom Großkapital, ist ja klar, das wird außen vor gelassen. So, das heißt, wie zum Beispiel Dringlichkeitsantrag der Grünen, wir haben vor kurzem darüber informiert, auch damals, als die Pandemie gestartet ist, hat man schon, wissenschaftlicher Dienst hat sich vom Bundestag angeschaut, wie ist es denn, könnten wir Enteignungen durchführen, habe im Prinzip gesagt, ja, genauso wie hier, bei diesem Dringlichkeitsantrag würde grundsätzlich gehen. Sigmar Gabriel, Ex-SPD, hat auch wie damals den Lastenausgleich dort gefordert, also für diejenigen, die Geld haben, also bitte, Solidarität, ne? Das Kollektiv geht vor. Ne? Also, ne? Kollektiv in heutigen Zeiten wichtiger denn je. Haben wir jetzt nachher auch noch
ein paar Mal. Wofür auch wiederum Geld da ist, für Überfremdungspolitik, also Zuwanderung, wird gefördert. Dafür haben wir auch Geld. Ne? Also hier passt alles rein. Irgendwie müssen wir auch nicht genauso anschauen. Ich weiß nicht, ob du in dein Haus, würdest du dir vielleicht genauer anschauen, wie du da reinlässt oder nicht. Also ich mache das grundsätzlich. Ich lasse da nicht jeden bei mir zu Hause rein. Ja, die Politik sieht es so ein bisschen anders. Ja, also auch je mehr Multikulti, desto besser, sagen auch die Grünen, was sie nicht so ganz verstanden haben anscheinend. Wobei, ich glaube schon, die wissen sehr, sehr genau, was sie tun. Es ist halt einfach eine verdeckte Linken- und Kommunismuspartei geworden. Ja, und die wissen auch letztendlich, was das dann bedeutet. Aber so kann man, sagen zumindest böse Stimmen, könnte man vielleicht auch so Identitäten ein bisschen destabilisieren, andere Problemzonen schaffen, die dann auch von den eigentlichen Problemen ablenken. Für eine ja toll klingende Ideologie der Offenheit beispielsweise, wir haben Platz und so weiter. Aber was wir ganz genau wissen, und letztendlich bin ich mir auch sicher, die Grünen genauso, dass letztendlich ein Sozialstaat und eine Massenzuwanderung, ja, vor allem wenn die Qualität vielleicht nicht so gegeben ist, dass das nicht möglich ist, dass es zu einer breiten Verarmung führen wird, was wir bereits erleben. Also all diese Dinge, ja, warum die Wirtschaft auch immer schwächer wird, warum es immer weniger Geld übrig bleibt, auch Inflation, es sind alles keine Zufälle, es hat alles seinen Grund, wie letztendlich alles im Leben. Dann als nächstes das Thema Wetter. Und dazu möchte ich gar nichts großartig sagen, weil wir haben da ganz sicherlich perfekt ausgewählte Experten dort in diesen Gremien sitzen, von unseren Helden der Politik und Notenbank, die sicherlich nur die besten Experten und absolut unabhängig konsultieren, die ihr unabhängiges Wissen hier weitergeben, dass er auch bitte nicht hinterfragt, weil es geht um das Welt, es geht darum, dass wir das Wetter retten, dass Deutschland das Vorbild ist, es interessiert international keinen, wir werden ja total ausgelacht international, auch Länder wie China, das interessiert die null, was wir irgendwie in Deutschland machen dort, aber in Deutschland interessiert es halt schon ein bisschen, was bei uns dort passiert. Na, wie Degrowth ist besser, wenn wir dann verarmen, etc. Na, ist ja egal. Na, aber das ist das, was wir sehen. Das heißt, diese Ideologie, das wird durchgezogen. Bitte nichts hinterfragen, weil wir haben dann nur führende Experten, die mit ihren Modellrechnungen auch nicht daneben liegen können. Dann als nächster Punkt. Das kranke System da draußen, das ist unser Krankheitssystem, also eine kranke Gesundheitspolitik. Ganz faszinierend, was dann auf einmal so hip ist und in. Wie beispielsweise bei Hanf und Cannabis. Kompletter Kehrtwandel, den wir hier gesehen haben. Warum eigentlich, habe ich mich persönlich auch gefragt. Ich vermute, ja, es bringt doch Milliarden an Steuereinnahmen. Und wird es jetzt die breite Bevölkerung, wird es gut sein für die oder wird es die eher ablenken, wird es die eher schwächen? Ich überlasse dir die Antwort. Ja, aber es geht ja nicht allen schlecht da draußen in der Gesundheitspolitik, sondern da gibt es ja Pharmakonzerne, denen geht es richtig gut. Die haben Milliarden und Abermilliarden gescheffelt dadurch. Ne? Mussten ja auch nichts davon irgendwie vielleicht dann abgeben, dass die so große Profiteure irgendwie waren. Beziehungsweise die haben ja da tolle geheime Verträge bekommen, wie zum Beispiel mit der Frau von der Rolle. Was ja auch nicht kommuniziert werden soll. Was wurde da eigentlich so genau beschlossen? Ja, warum auch? Wird ja zentralisiert, geht über viele Milliarden dort Verträge. Warum sollten die offen und transparent sein? Ja, also die werden das sicherlich im Sinne der Bürger gemacht haben. Haben wir doch keinen Zweifel, oder? Wer sich aber auch da freut, aber eine gute Nachricht, das World Economic Forum freut sich, weil Covid-19 war der Test für soziale Verantwortung, wie wir hier auch sehen können. Ja, und wo der Bürger also auch Verantwortung dann übernehmen soll, ist ja nicht für sich selber, sondern dann für das Kollektiv, für die Allgemeinheit, für das Allgemeinwohl, wie wir das auch schon immer wieder im Kommunismus gesehen haben. Da zählt der Einzelne nichts und das Kollektiv zählt alles. Also bitte kümmere dich um die anderen, stelle ich auch mal zurück. Auch mal die fetten Jahre sind dann halt auch mal vorbei. Da muss man halt dann auch mal ja, zufrieden sein mit dem, was man hat, oder? Das hat so zumindest so, was die Politik dazu sagt. Thema Gesundheit übrigens auch, was ich mal ganz spannend finde, die aktuelle Übersterblichkeit, die wir in vielen Ländern sehen, warum wird die eigentlich nicht untersucht? Also warum, wenn dann jetzt im Prinzip, wenn es ja nachweislich nicht mehr durch Covid sein kann, woher kommt die eigentlich? Keine Ahnung. Was war denn seit 2022 so? Naja, wie auch immer, wäre vielleicht mal ganz spannend, da hinzuschauen. Aber ist kaum vorhanden, wird wenig diskutiert. Was aber dafür auch viel diskutiert wird, was auch so die wahren Probleme wirklich sehr, sehr gut widerspiegelt, die wir in Europa haben, das ist das Thema Genderpolitik. Ne? Also dürfen jetzt... Also auch in Urkunden darf die Mutter noch Mutter heißen oder halt dann Eltern 1 und Eltern 2, weil wir haben jetzt mehrere Geschlechter.
Und da auch, wo wir noch selbst bestimmen dürfen, wie zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz, wo Jugendliche dann auch entscheiden dürfen, welches Geschlecht das sie haben. Sie dürfen das dann auch verändern. Also kann man dann jährlich wechseln, weil es gibt ja auch mehrere. Kann ich heute mal, so wie beim Eis halt so ein bisschen, ne? Ja, jetzt nehme ich mal das hier, ne? Und nächstes Jahr, ich will was anders, ne? Ja, also erstmal, ich finde es erstmal gut. Es soll ja auch jeder mit jedem und irgendwie, das darf ja jeder und soll wirklich jeder selber entscheiden. Und was sie für Kleidung anziehen und so weiter, ist doch alles gut. Der Punkt ist aber, wenn Jugendliche und auch Kinder indoktriniert werden, bereits in der Erziehung, und sich dann selber fragen, hey, was bin ich denn dann eigentlich? Weil jetzt habe ich ja hier, keine Ahnung, 8 Möglichkeiten. Was könnte ich jetzt davon sein? Können Kinder das einschätzen? Natürlich nicht. Und letztendlich böse Stimmen sagen dazu, dass die Familie destabilisiert wird. Die Menschen werden halt einfach mal abgelenkt, dass sie mit allen Möglichen beschäftigen. Ja, aber nicht mit dem, was wirklich zählt. Ja, und so kann man halt sehr gut, und so werden Kinder letztendlich verwirrt. Das ist nicht sonderlich positiv. Dann nächster Punkt, Pressefreiheit. Werden diese Dinge auch wirklich so kritisch hinterfragt? Oder wird man da schnell mit Hassrede abgecancelt, gesperrt oder sogar noch schlimmere Folgen dort draußen? Letztendlich, man darf schon Dinge sagen, aber es hat halt eben Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel in der Politik eine Karriere machen möchtest, dann sag bitte bestimmte Dinge nicht. Wir haben es aktuell erlebt mit dem Herrn Merz, der so die Frage gestellt hat, gibt es denn unter den Ukrainern und den Auswanderern, können es da nicht auch Schmarotzer und so weiter geben? Was wir auch nachweislich wissen, auch Ukraine von der Politik her ist ein sehr, sehr korruptes Land. Aber inzwischen halt nicht mehr, weil es wurde ja so im Prinzip zu einem heiligen Land erklärt. Ne? Also wo es ja Korruption und so weiter, das alles so nicht mehr gibt. Halt auch wenn dann die ganzen Waffen, die geliefert werden, also teilweise dann auf den Schwarzmarkt auftauchen, muss man das irgendwie untersuchen oder sonst was? Nein, muss man da irgendwie hinschauen, ob es da Schmarotzer geben könnte im System, die Gelder absau. Nein, bitte nicht. Was wurde dann aufgefordert beim Herrn Merz? Er soll sich gefälligst entschuldigen. Aber hallo, wo kommen wir denn da hin, wenn solche Dinge in Frage gestellt werden? Das heißt, wir haben eine Cancel-Kultur. Du kannst Dinge schon noch grundsätzlich sagen, aber wundere dich dann nicht, wenn du mit Konsequenzen leben musst. Und was machen dann viele? Die halten dann einfach die Schnauze. Das ist das, was wir da draußen erleben. Also sei ein braves Schaf und folge dem Kollektiv. Und was dann ja auch noch kommen soll, Medienfreiheitsgesetz, wo dann, das ist ja im Prinzip ein Medienkontrollgesetz seitens der EU als Wahrheitsministerium, das dann auch genau vorgibt, auf was das die Medienkonzerne dann zu achten haben bei ihrer Berichterstattung. Wird da natürlich was gegen die EU, wird da irgendwas kritisiert? Natürlich nicht. Davon brauchen wir nicht zu rechnen. Noch weniger, als es eh bereits der Fall ist, weil wir eine wirkliche Kritik dort draußen im Prinzip nicht sehen. Ja, ist das alles Zufall oder Absicht? Einfach mal hier der Ex-Verfassungsschutzchef, Herr Maaßen. Ja, der sagt, Politik ist nicht bloß unfähig, Zerstörung des Systems ist gewollt. Ich überlasse es dir, ob du glaubst, ob all diese Dinge Zufall sind oder nicht. Persönlich habe meine Meinung dazu, soll jeder gerne selber entscheiden. Für mich, was ansonsten für mich 100% klar steht, diese ganzen Politiker, diese Menschen da draußen sind moralisch nicht sehr hoch angesiedelt. Sind weitgehend Verlierer, die sich dann eben sehr, sehr gut in dieses System einfügen und mitspielen und von Materie keine Ahnung haben. Einfach muss er sich nur ein paar Ministerposten, das ist so offenkundig, das anzuschauen. Ja, die Menschen halten aber still. Gerade in Deutschland ist es gang und gäbe. Wir haben aber schon mal gesehen, wo uns Ideologien in der Vergangenheit hingebracht haben. Wir brauchen es vielleicht mal wieder. Tja, wir werden sehen. Es ist halt immer, es läuft natürlich immer anders ab, es wird sich nicht genauso wiederholen, aber es sind dann halt einfach andere neue Ideologien. Wichtig ist aber, dass wir Bewusstsein dafür schaffen. Das noch abschließend, was können wir tun? Erstens mal, es kann etwas Besseres herauskommen, aber auch ein Bewusstsein. Deswegen auch gerne solche Infos teilen, weiterleiten, dass andere Menschen das mitbekommen, was wirklich passiert auf dieser Welt und auch gerade in Ländern wie Deutschland, Österreich. Eben sehr, sehr stark in der EU. Und als nächster Punkt, Selbstverantwortung. Ganz wichtig, essentiell. Bitte keinen Opfermodus, das sind die meisten. Da wärst du in guter Gesellschaft, aber der breiten Masse wird es nicht gut gehen die nächste Zeit. Diejenigen, die Selbstverantwortung übernehmen, die sagen, ich kümmere mich selber um meine Freiheit, um mein Geld, die sind vorne dran. Und das ist halt der nächste Punkt, kümmere dich jetzt um deine finanzielle Intelligenz, kümmere dich jetzt um deine Freiheit. Wir sind eine der führenden Geld- und Finanzcommunities und Freiheitscommunities. Wir haben dort sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du kannst auch gerne mal anschauen, unser Geldtraining, wo es auch darum geht, Geld absichern. Dann auch solche Themen wie ortsunabhängig in dieser Welt Geld verdienen. Dann Plan B und Auswandern. Das sind genau die Themen, die wir haben. Und es ist wichtiger denn je. Also bitte jetzt aufwachen, solche Informationen weitergeben. Mein lieber Scholli, die nächsten Jahre auch noch.
auch vielleicht Jahrzehnte werden intensiv. Je mehr Menschen aufwachen, desto besser können wir es in eine wirklich sinnvolle Richtung wieder lenken. Aber die Tendenz ist noch ganz klar. Es geht einfach nur darum, diesen ganzen Trümmerhaufen, wie können wir das Ganze möglichst schnell auch wieder umdrehen. Ja, und dafür ist es wichtig, einfach, das ist der zentrale Schlüssel letztendlich, von einem selber, auch von der Gesellschaft, Bewusstsein für diese Themen. Hinterfragen, hinschauen, nicht alles glauben, was man serviert bekommt. Und es gibt manchmal sehr, sehr schöne Worthülsen, die immer wieder gebraucht werden, wie soziale Verantwortung, Solidarität und so weiter. Und häufig ist es im Prinzip genau das Gegenteil, was dadurch bezweckt wird. Also, gerne teilen, liken, kommentieren. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Wie jeden Freitag auch unseren YouTube-Kanal gerne abonnieren, wenn dieses Video zumindest dann noch steht. Und wir sehen uns sonst nächsten Freitag wieder. Bis dahin, dein Thorsten Wittmann.